Hallo und herzlich willkommen zum Juristinnen-Netzwerken-Podcast mit mir, Dr. Anja Schäfer, und damit zu dieser Folge 174. Und in dieser Folge spreche ich über 5 elementare Fehler in puncto Qualität beim Networking oder anders gesagt, was ich gern als Juristin zu Netzwerken und Netzwerkaufbau deutlich früher und damit in Klammern beim Berufseinstieg gewusst hätte. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Hast du zu Beginn deiner beruflichen Tätigkeit, also vielleicht jetzt im unmittelbaren zeitlichen Kontext oder so wie es jetzt aus meiner Perspektive ist, schon vor einigen Jahren gewusst, was du in puncto Networking so alles falsch machen kannst? Und zwar bezüglich des Netzwerkens an sich, aber eben auch in puncto Netzwerkauf- und Ausbau. Wenn ich mich zurückerinnere, ich habe im Juni 2009 angefangen, als Rechtsanwältin zu arbeiten, also damals als Volljuristin. Rechtsanwältin war ich erst 6 bis 8 Wochen nach meinem ersten Arbeitstag. Da muss ich ganz ehrlich sagen, da hatte ich über strategisches Networking im beruflichen Kontext noch nie etwas gehört, geschweige denn, dass ich es gemacht habe. Heute weiß ich, dass ich nicht die Einzige bin, die damals beim Berufseinstieg alles auf die Leistung, auf die Expertise gesetzt hat. Ich habe angefangen und habe als erstes gedacht, okay, ich bin zwar hochspezialisiert in einem bestimmten Themengebiet, ich hatte ja im Umweltrecht zu einem speziellen Teilbereich promoviert, ich habe eine Stelle als Rechtsanwältin angefangen im Umweltrecht, doch trotzdem habe ich mich keinesfalls irgendwie als Expertin gesehen, sodass ich mich in den ersten, würde ich jetzt mal sagen, so 2 Jahren auf jeden Fall auf das Perfektionieren meiner eigenen Leistung gesetzt habe. Und damit habe ich einen elementaren Fehler in puncto Networking gemacht. Und ich weiß, dass ich nicht die Einzige bin, sondern dass dieser Fehler, nämlich das Fokussieren auf das Perfektionieren der eigenen Leistung, auch einer ist, den meine Kundinnen und Workshop-Teilnehmerinnen immer wieder machen, denn das kann ich regelmäßig in den Feedback-Fragebögen lesen, wenn da steht nach der Frage, welchen Stellenwert hat jetzt Networking nach dem Training in deinem Alltag/Arbeitsalltag? Und wenn dann steht, zuerst möchte ich erst einmal Expertin werden. Und das habe ich letztens erst wieder gelesen mit der Folge, dass ich heute über die 5 elementaren Fehler in puncto Qualität beim Networking rede. Und wenn du denkst, diese Antwort, nämlich ich möchte erstmal Zeit, Engagement, Geld in meine Expertise investieren, bevor ich mich ums Netzwerk und ums Netzwerken kümmere, wenn diese Antwort hätte glatt auch von dir sein können, dann bist du heute in dieser Folge richtig. Denn ich spreche heute über die Dinge, die ich gern schon 2009 gewusst hätte und nicht erst in den letzten Berufsjahren. Du erfährst heute zum einen, welche 3 wichtigen Fragen ich mir damals leider nicht gestellt habe und welche du dir also unbedingt stellen solltest, wenn du vom Netzwerken oder Netzwerk profitieren willst, welche 5 Don'ts ich gerne früher erfahren hätte, um eben schneller Qualität in puncto Netzwerk wie Netzwerken zu erreichen. Und ich habe natürlich auch 5 Tipps mitgebracht, wie du die Fehler, die ich heute ganz klar benenne, wie du die ab sofort vermeidest und damit deinen Erfolgen in puncto Networking, aber eben auch Netzwerkaufbau nichts mehr im Wege steht. Also lass dich heute in dieser Folge 174 zu einem ganz, ganz wichtigen Thema von mir inspirieren, motivieren, informieren. Hole dir mit diesem Juristinnen-Netzwerken-Podcast und damit mit der Folge 174 wieder sofort umsetzbare Erfolgstipps zu Networking, Selbstmarketing und Sichtbarkeit als Expertin, die dich als Juristin weiterbringen, die dich deine Ziele angehen lassen und erreichen lassen. Und das natürlich am besten leicht
schnell und das heißt gemeinsam mit anderen. Dir gleich viel Spaß beim Hören, doch zuvor heute ein Last Call für den Juristinnen-Netzwerkentag am 24. und 25. März 2023 ist das Networking-Event von für und mit Juristinnen. Tolle Speakerin, erstklassige Expertinnen, Role Models sozusagen ohnegleichen und ganz, ganz viele Gelegenheiten für Austausch und Vernetzung mit Kolleginnen. Ein herzliches Willkommen an alle Juristinnen, unabhängig von der Berufserfahrung, vom Alter, von der Tätigkeit, von dem Tätigkeitsumfeld. Meld dich einfach an. Noch bis zum 23. März 23.59 Uhr kannst du dich anmelden. Es sind schon über 75 Anmeldungen da, also 75 tolle Kolleginnen sind schon mit dabei. Es fehlt nur noch du. Ich freue mich auf deine Anmeldung unter www.juristinnen-netzwerken.de und dir jetzt hier viel Spaß beim Hören. Ich bin Dr. Anja Schäfer, Business Coach und Mentorin für Juristinnen. In nur wenigen Jahren habe ich mir ein großes, gutes und belastbares Netzwerk an Gleichgesinnten, an Kolleginnen und Kollegen sowie an anderen Partnerinnen aufgebaut und bin als Expertin für Networking und Female Leadership in Kanzleien, online wie offline sichtbar und bekannt geworden. Davor war ich 8 Jahre als Anwältin in einer großen mittelständischen Kanzlei tätig, sodass mir die Herausforderungen von Juristinnen in einem weitgehend männlich geprägten Umfeld gut bekannt sind. In diesem Podcast profitierst du von meinen Strategien, Tools und Tipps und denen meiner Gäste. Du bekommst Einblick auch in mein alltägliches Tun in puncto Networking, Selbstmarketing und Sichtbarkeit als Expertin. Du erfährst, wie du deine Ziele in den Fokus nimmst, selbst als Expertin und Persönlichkeit off- und online sichtbar wirst, sowie dir ein nachhaltiges und stabiles Netzwerk auf- und ausbaust. Dadurch kannst du als Juristin mit deiner Expertise bekannt und anerkannt werden, sein und bleiben, mit den richtigen Menschen in Kontakt kommen, sowie endlich dich beruflich weiterentwickeln und leicht deine persönlichen Ziele erreichen. Denn du machst den Unterschied, wenn nicht du, wer dann? Dir jetzt viel Spaß beim Hören, let's network und danke, dass du diese Podcast-Folge mit deinen Kolleginnen teilst. Beruflicher sowie persönlicher Erfolg als Juristin bzw. als Anwältin braucht eine gute Performance. Das will ich hier gleich zum Anfang ganz deutlich sagen, also eine gute Leistung, eine entsprechende Expertise, Wissen und Know-how ist gesetzt. Leider, so habe ich das zumindest für mich festgestellt, ist der alleinige Fokus auf das Perfektionieren der Leistung, des Wissens, des Know-hows nicht der beste und vor allen Dingen nicht der schnellste Weg, um voranzukommen, um interessante Mandanten zu erhalten, um auf Karriereveranstaltungen, um auf Kanzleiveranstaltungen als Referentin gesetzt zu werden oder eben um in der nächsten Mitarbeiterverhandlung, in dem nächsten Personalgespräch auch den entsprechenden Schluck obendrauf zu bekommen. Und das ist eine Erfahrung, die nicht nur ich gemacht habe, sondern die ich immer wieder aus meinem Netzwerk höre, sei es jetzt von Berufskolleginnen, aber eben auch darüber hinaus. Ich bin beispielsweise gestern Abend auf einer Netzwerkveranstaltung hier in Berlin gewesen und bin da in Austausch gekommen mit verschiedenen Teilnehmerinnen. Und wir haben auch wieder gemeinsam feststellen dürfen, dass wir eben nicht das Netzwerk oder den Stellenwert von Networking so im Fokus haben, wie er statistisch immer wieder
ja, bewiesen wird, so würde ich das jetzt mal formulieren, oder wie die statistischen Zahlen immer wieder genannt werden. Wir sind ja ganz klar in einer männlich geprägten Arbeitswelt, vor allen Dingen die Kanzleiwelt ist noch sehr, sehr männlich geprägt, und die Statistiken, die man schon über Jahre oder Jahrzehnte lesen kann und die auch immer jetzt noch wieder genannt werden, sind von den Erfolgsfaktoren im Business 10% die Leistung, 30% das Branding und das Selbstmarketing, also das Bild, was ich im Außen kommuniziere, und 60% das Netzwerk. Das bedeutet im übertragenen Sinne, viel wichtiger als das Perfektionieren der eigenen Leistung ist das Marketing in eigener Sache und noch entscheidender das Netzwerk. Und ich habe erst diese Woche mit einer Kundin gesprochen, die jetzt im Juristinnen-Netzwerken Bootcamp ihr Networking und ihr Personal Branding auf das nächste Level bringt. Und die sagte mir, ich habe dann gefragt, warum sie am Juristinnen-Netzwerken Bootcamp teilnimmt, und hat sie gesagt, weil ich an meiner Leistung nichts mehr tun kann. Ne? Zum einen bin ich wirklich super qualifiziert, ich bin die Expertin schlechthin, ich habe schon zig Jahre an Berufserfahrung, und vor allen Dingen die Energie, die ich in den Leistungsbereich stecken muss, die bringt leider nicht die Ergebnisse, wenn ich diese Zeit, das Engagement in die anderen beiden Erfolgsfaktoren stecken würde. Und ich möchte gern auch leicht und gemeinsam mit anderen zum Ziel kommen. Bei mir persönlich hat es eine ganze Weile gedauert, bis ich dank des Austausches mit anderen und des Beobachtens von Kollegen verstanden habe, dass die Leistung alleine nicht der Schlüssel zum Erfolg ist, sondern dass es deutlich leichter und schneller geht, wenn man das entsprechende interne wie externe Netzwerk hat. Dieses Fazit oder diesen Fokus auf den Stellenwert von Selbstmarketing und Networking im Businessumfeld, den hörst du hier im Podcast nicht zum ersten Mal. Ich habe schon des Öfteren darüber gesprochen, warum eben beispielsweise Networking eine wichtige Kompetenz für jede Juristin ist, für jede weibliche Führungskraft ist und damit auch für dich im Kanzleibusiness. Ich verweise hier auf die Folge 131, die ich in den Shownotes unter www.anja-schäfer.eu/Folge174 für dich verlinke. Auch mit zahlreichen Kolleginnen habe ich schon mich in meinem Podcast zum Thema Netzwerken oder zum Thema Sichtbarkeit ausgetauscht. Ich will hier beispielhaft Grit Hömke erwähnen und Dr. Nadine Lilienthal, weil beide Damen sind beim Juristinnen-Netzwerken-Tag am 24. März mit dabei auf dem Panel Frauennetzwerke. Also beide Kolleginnen kenne ich übers Netzwerk. Die Grit ist eine ehemalige Kanzleikollegin von mir. Die Nadine habe ich über LinkedIn kennengelernt. Dann haben wir uns hier in Berlin getroffen, haben uns ausgetauscht. Sie hat auch ein Netzwerk initiiert und wird das beim Juristinnen-Netzwerkentag vorstellen. Für den Fall, dass du noch kein Ticket hast, hier der Werbeblock, meld dich an. Und auf die beiden Interviews mit den Kolleginnen verlinke ich ebenfalls in den Shownotes. Unser aller Fazit aus diesen Interviews, aber auch mein persönliches, ist, dass Kontakte bekanntlich nur der Person schaden, die keine oder nicht die richtigen hat. Und das ist aus der Perspektive der Sichtbarkeit genauso, ne? Also Sichtbarkeit schadet nur, wenn du keine oder nicht die richtige Strategie hast. Und nachdem du jetzt von mir nochmal die drei Erfolgsfaktoren mit statistischen Zahlen erfahren hast, nämlich 10% Leistung, 30% Selbstmarketing und Branding oder eigentlich umgekehrt Branding und Selbstmarketing und 60% das Netzwerk, möchte ich jetzt mit dir als erstes drei Fragen teilen, die ich leider mir erst ziemlich spät im Arbeitsumfeld gestellt habe.
Und das sind auch die Fragen, die ich im Rahmen meiner Workshops regelmäßig stelle und womit oder zu denen ich mich mit meinen Kundinnen immer wieder austausche und wo ich immer wieder feststelle, dass der Stellenwert des Netzwerks wie auch des Networkings an sich für sich selber noch nicht so genutzt wird, so will ich das jetzt mal formulieren, zum einen, oder für sich selber noch nicht so beziffert wird. Und die Frage Nummer eins, die du dir stellen solltest, ist zum einen, welchen Anteil hat dein Netzwerk oder hat Networking und der Auf- und Ausbau deines Netzwerkes an deinem beruflichen Erfolg, dem Vorankommen in der Kanzlei, ne, und der Bekanntheit darüber hinaus. Und das finde ich einen ganz, ganz wichtigen Punkt, ne? Also willst du schnell vorankommen, willst du schnell deine Ziele erreichen, dann musst du natürlich einen anderen Zeitinvest in dein Branding, Selbstmarketing und vor allen Dingen in dein Networking stecken. Und genauso ist es, wenn du schon ein großes Netzwerk hast, ne? Dann kannst du auch anders agieren, als wenn du jetzt Networking-Anfängerin bist. Die zweite Frage, die du dir stellen solltest, ist, wie wichtig ist es für dich mit deiner Expertise und den beruflichen Erfolgen und ne, den sich daraus ergebenden Ergebnissen in deinem Arbeitsumfeld und darüber hinaus sichtbar zu werden und zu sein? Und das ist auch so eine Momentaufnahme. Ne? Es kann ja jetzt aus persönlichen Gründen beispielsweise die Situation sein, dass du sagst, ich will mich jetzt erstmal auf den Aufbau meines Netzwerkes fokussieren. Und dann ist mir die Sichtbarkeit meiner Expertise vielleicht im Moment gerade nicht so wichtig. Ich habe vielleicht persönliche Herausforderungen, ne, das höre ich immer wieder von meinen Kundinnen, die sagen, ne, meine Kinder sind noch klein, ich will mich jetzt erstmal auf einen bestimmten Bereich fokussieren und dann später so richtig durchstarten. Ne, und das immer wieder sich bewusst zu machen, dass das deine ganz persönliche Entscheidung ist, also du beantwortest diese Fragen und dass du dich da frei machen darfst davon, wie ich diese Fragen für mich beantworte beispielsweise oder auch wie deine Kollegen im Arbeitsumfeld die Frage beispielsweise für sich beantworten. Ne, nehmen wir das Ganze jetzt mal so aus meiner Perspektive. Ich bin ja jetzt gerade sehr, sehr intensiv in der Vorbereitung und auch in der Vorfreude vom Juristinnen-Netzwerkentag. Das heißt, ich habe in den letzten Tagen und Wochen überdurchschnittlich viel genetzwerkt und ich bin überdurchschnittlich aktiv gewesen in puncto Sichtbarkeit. Das hatte für mich in den letzten Tagen und Wochen einen ganz anderen Stellenwert, als es beispielsweise im Laufe des Jahres hat. Ist mir aber bewusst, wenn ich solche Events in der Planung habe, dann bin ich immer besonders aktiv. Und die Frage 3, die du dir stellen solltest, ist, welche Kontakte brauchst du, um deine Ziele zu erreichen? Und wie bringst du Qualität in dein Networking? Das heißt, wie bleibst du mit deinen Kontakten im Austausch? Oder wie kommst du mit deinen losen Kontakten in den Austausch? Wie entwickelst du diese weiter zu Netzwerkpartner und Partnerinnen, zu Kooperationspartner und Kooperationspartnerinnen und dann natürlich auch zu Multiplikatoren. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Reihenfolge. Ne? Also zum Ersten stelle ich hier nochmal ganz klar, zum Ersten oder als Erstes fragst du dich, wie wichtig ist mir Networking? Welchen Stellenwert hat für mich Networking? Die zweite Frage, die du dir stellst, ist, was willst du mit und durch Networking erreichen? Und dann guckst du und schaust, wen hast du davon schon in deinem Netzwerk und wer fehlt dir noch und wen entwickelst du weiter? Und wenn du dich damit regelmäßig beschäftigst, das ist immer eine Momentaufnahme und wenn du eben bestimmte Ziele erreichen willst, solltest du dir diese Fragen regelmäßig stellen.
wenn du das also regelmäßig machst, wenn du regelmäßig dein Networking für dich reflektierst, guckst, ne, wo du noch Potenzial hast, dann ist es mir ganz wichtig, dass du gewisse Fehler einfach vermeidest. Und ich habe heute 5 Fehler mitgebracht und natürlich auch entsprechende Lösungsschritte, nämlich zum einen Networking nicht als Investition zu verstehen, also Networking als etwas zu sehen, was Zeit kostet. Den zweiten Fehler, den ich auch vielfach bei mir erlebt habe, ist nämlich, dass ich Angebote anderer nicht annehme oder gleich rückvergüte. Der dritte Fehler, den ich häufig gemacht habe, ist, ne, bei Netzwerkveranstaltungen schnell rein und schnell wieder raus. Der vierte Fehler, den ich auch immer wieder erlebe, ist, Netzwerkkontakte nicht wertzuschätzen. Und der fünfte Fehler ist einer, der enorm wichtig ist oder sich enorm auswirkt auf die Qualität deines Netzwerks, nämlich kein Fokus auf ein produktives Networking und damit auf entsprechende Ergebnisse. Ich habe dir natürlich auch Erfolgstipps versprochen in dieser Podcast-Folge und ich will dir zu jedem Fehler jetzt Erfolgstipps oder einen Erfolgstipp mitgeben. Also Fehler Nummer 1, Networking nicht als Investition zu verstehen, bedeutet im Umkehrschluss, Networking ist ein Investment, also investiere in dein Netzwerk, genauso wie du in deine Skills investierst. Und hier verstehe ich darunter den wichtigsten Grundsatz beim Netzwerken, nämlich geben. Also, wenn du Qualität in dein Netzwerk bringen willst, und das ist ja so der Fokus von dieser Podcast-Folge, dann geht es immer darum zu schauen, wie kann ich etwas anbieten, wie kann ich Netzwerkkontakte unterstützen, wie kann ich einen Support bieten, wie kann ich einen Kontakt anbieten, wie kann ich andere zusammenbringen. Also ich bin recht aktiv dabei, wenn ich in den Austausch gehe, zu überlegen, was kann ich dieser Person anbieten? Wo kann ich der was tut, Gutes tun? Wie kann ich sie entsprechend unterstützen? Und das ist etwas, was ich beispielsweise häufig schon beim ersten Gespräch mache. Ich empfehle ja immer den virtuellen Kaffee. Wenn ich also irgendwo eine Person, wenn mir irgendwo jemand begegnet, von der ich denke, Mensch, das ist für mich ein Kontakt mit Potenzial oder es ist für mich einfach ein interessanter Netzwerkkontakt, wie auch immer, dann spreche ich die Person an, lade sie auf einen virtuellen Kaffee ein, gehe in den Austausch und schaue gleich bei diesem Kaffee, wie ich gegebenenfalls unterstützen kann. Jetzt passiert es mir ja in solchen Momenten auch, dass mir jemand etwas anbietet. Also ich bekomme ein Angebot aus meinem Netzwerk. Und hier ist ganz wichtig, auch den zweiten Grundsatz für sich zu verinnerlichen, nämlich geben und nehmen. Also lass dich auch unterstützen. Kommuniziere, wenn du Unterstützung brauchst und überlege nicht gleich sofort, wie du etwas rückvergütest. Also wenn ich einen Unterstützungsbedarf habe, wenn ich jemanden brauche in meinem Netzwerk, beispielsweise jetzt, um die Speakerinnen für mein Juristinnen-Netzwerken-Tag zu gewinnen, da habe ich auch in meinem Netzwerk gefragt, dann bitte ich auch darum, dass mir Kontakte empfohlen werden, dass ich weiterempfohlen werde und dass auch mal der ein oder andere Kontakt gematcht wird. Den dritten Fehler, den ich häufig erlebt habe, nämlich das ist das schnell rein und schnell wieder raus. Also agiere auch bei Netzwerkveranstaltungen strategisch. Ein erfolgreiches Netzwerk und vor allen Dingen ein qualitativ gutes Netzwerk aufzubauen, das passiert nicht über Nacht, das braucht Zeit. Das ist auch ein Thema, über das ich regelmäßig hier im Podcast spreche. Networking ist ja Working, also Teil deines Arbeitsalltags. Und von daher setze deine Netzwerkaktivitäten so auf, dass du diese möglichst in der Arbeitszeit tun kannst und im Arbeitsumfeld. Gib dir also ein entsprechendes Commitment und für Veranstaltungen bedeutet das, dass du eben nicht als letzte
in den Raum springst und nicht, sobald die Pause ist, wieder raus, sondern sieh das Get-Together als einen wichtigen Teil für Erstkontakte und auch für Kontaktvertiefung und lass dir diese Gelegenheit für Erstkontakte oder für die Kontaktvertiefung nicht entgehen. Mein Erfolgstipp Nummer 4, ne? Behandle deine Netzwerkkontakte gut, ne? Also die du hast und vor allen Dingen auch die dir vermittelt werden. Denn Kontakte nicht wertzuschätzen, nicht schön, dir vermittelte Kontakte zu verprellen, noch weniger schön. Ne? Also agiere wertschätzend, halte Zusagen ein und zeige dich bestmöglichst, also von deiner allerbesten Seite. Und wenn du das für dich verinnerlichst, wenn du also für dich verinnerlichst, dass Networking ein Invest ist, also dass der wichtigste Grundsatz geben ist, dass Networking aber auch bedeutet, dass mir mein Netzwerk Angebote machen kann und ich diese nutzen kann. Ne? Erfolgstipp Nummer 2, dass ich Netzwerken konsequent betreibe, also stetig, dauerhaft, als Teil meines Arbeitsalltags, dass ich meine Netzwerkkontakte gut behandle, also immer wieder gucke, wie kann ich unterstützen, wie kann ich weiterentwickeln, dann hast du einen Fokus auf produktives Networking, also auf entsprechende Ergebnisse. Denn wir netzwerken ja alle nicht um des Netzwerkens Willens, sondern wir wollen mit oder durch Networking etwas erreichen. Also mein 5. Erfolgstipp lautet, nutze dein Networking gut und vor allen Dingen deine Zeit und die deines Gegenübers gut und produktiv. Was heißt das? Zum einen sei aktiv, also schaffe immer wieder Gelegenheiten für Austausch und Vernetzung. Ich mache das beispielsweise jetzt beim Juristinnen-Netzwerkentag wieder, indem die Workshops interaktiv sind, indem die Impulsvorträge auch für Austausch und Vernetzung genutzt werden können, da ganz konkret über den Chat und indem an jedem Tag abends ein von mir anmoderiertes Speed Networking stattfindet, wo Austausch und Vernetzung sozusagen als ja, Eventformat gesetzt sind. Also schaffe Gelegenheiten, nutze Gelegenheiten zur Vernetzung und nutze dabei und vor allem die Zeit deines Gegenübers gut. Denn meine Erfahrung ist, wenn man sich nicht auf Produktivität ausrichtet, dann trifft man sich häufig viel zu oft, ohne dass dabei irgendetwas herauskommt. Wenn du allerdings Win-Win im Fokus hast und darauf achtest, dass du profitierst, aber auch dein Gegenüber und du dich darauf fokussierst, dass ne, ein Mehrwert rauskommt, dass entsprechende Ergebnisse erreicht werden, wirst du recht schnell Qualität in dein Netzwerk bringen. Und das sind jetzt die 5 Strategien, die ich dir heute mitgeben wollte, die 5 Erfolgstipps, die ich gerne vorher auch gewusst hätte. Ne? Also, dass ein wichtiger Grundsatz beim Netzwerken geben ist und dass es eben da auch wichtig ist, das Ganze strategisch für sich zu verstehen, dass ne, als zweites es ums Nehmen geht. Also, ne, das ist sozusagen der zweite Teil des Netzwerkprinzips. Auch hier funktioniert sozusagen Win-Win. Dann Netzwerken immer wieder für sich in den Fokus zu nehmen, zu schauen, ne, wie kann ich Netzwerken noch mehr in meinen Arbeitsalltag integrieren? Wo netzwerke ich schon? Und es ist Arbeitsalltag, die Netzwerkkontakte gut zu behandeln, also immer wieder für qualitativ guten Austausch sorgen und produktiv sein, dich halt auch auf Ergebnisse fokussieren. Bin mir sicher, dass ich dir heute wieder eine ganze Menge Tools und Tipps mitgegeben habe. Lass mich wissen, welchen einen Tipp du für dich umsetzt. Also was ist der eine Tipp, den du heute diese Woche für dich umsetzen und angehen wirst? Also was kannst du heute
für dein Networking, für dein Selbstmarketing, für deine Sichtbarkeit als Expertin tun. Und wenn du dazu konkreten Unterstützungsbedarf hast, wenn du sagst, ich hätte gerne mal ein Feedback zu meiner Networking-Strategie, dann komm sehr, sehr gerne auf mich zu. Hol dir einen kostenfreien Infocall mit mir und lass uns schauen, wie wir gemeinsam dein Netzwerk und dein Networking auf das nächste Level bringen. Ich freue mich, von dir zu hören. Wir sehen uns beim Juristinnen-Netzwerken-Tag am 24. März oder hören uns in der nächsten Podcast-Folge. Bis dahin, ciao, ciao aus Berlin. Schön, dass du heute dabei warst. Wenn du Feedback zu dieser Folge hast, dann schreibe mir gerne an podcast@anja-schäfer.eu. Höre auch beim nächsten Mal wieder rein und frage dich bis dahin, welchen einen Schritt du heute für dein Networking, dein Selbstmarketing und/oder deine Sichtbarkeit als Expertin tun kannst. Bis zum nächsten Mal.